So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Video zu Smite. Und zwar gibt es jetzt bald den neuen Gott Fafnir, der Fürst des glitzernden Goldes. Und das Ganze ist ein Zwerg, feier ich extrem, weil ich voll der Zwerg-Fan bin. Die Rolle wird ein Beschützer sein. Und er ist auch sehr OP, wie halt jeder Gott am Anfang. Ich bin hier wieder auf den Public-Test-Servern. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, schreibt es in die Kommentare, wie ihr da rankommt. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt direkt mal den an im Training, um gar nicht zu viel zu quatschen. Fafnir. Oft gehen wir auf die Abilities ein. Auf jeden Fall optisch sehr geil gemacht. Auch so in die Details rein. Und ich denke, jetzt wird die Supporter-Rolle auch wieder öfters übernommen werden. Weil es einfach übeltrieben der krasse Gott ist einfach nur. So, da sind wir. Und dann seht ihr auch gleich schon, ich gehe mal mit der Maus drauf, sein Geldbeutel hinten, der glitzert. Das heißt, wir haben über 1000 Gold. Und somit haben wir jetzt einen Bonusschutz durch die Passive von plus 30. Und das ist eigentlich extrem nice. Im Late Game sowieso. Wenn man einfach das Gold auf Tasche hat. Und am Anfang muss man sich schon oder sollte man sich schon überlegen, ob man für 1000 Gold ein Item kauft. Oder ob man die 30 Gold die 30 Schutz nimmt. So, ich werde jetzt ganz kurz einen Cut machen. Ich werde ihn kurz auf ein paar Level hoch spielen, damit wir einfach quasi die Skills ein bisschen anschauen können. So, jetzt können wir einen Blick auf die Fertigkeiten werfen. Und zwar levelt ihr am besten zuerst die Nummer 1. Da werft ihr quasi einen Hammer nach vorne. Der stunt den Gegner und verlangsamt in diesem pulsierenden Untergrund den Gegner, also alle Gegner, die im Bereich stehen noch. Und ist auf jeden Fall extrem nice und geht auch durch alle Minions durch und stoppt bei dem Gott. Das testen wir jetzt gleich mal beim Ra. Ihr seht also diesen pulsierenden Bereich unten. Da werden die Gegner verlangsamt. Man sieht es hier an Odin. Und der Gott selber ist gestunt. Die 2 ist ein Buff, den man auf sich selbst oder eben auf die Gegner, auf seine Teamkameraden setzen kann. Der gibt einfach mehr Angriffsgeschwindigkeit und stärkt einen, den Zwerg eben auch noch. Und die 3 ist ein Sprungangriff oder ein Direktangriff. Wenn man das quasi an sich selbst anlegt, greift er sofort in diesem Umkreis an. Und wenn man das nach vorne geht, macht er quasi einen Sprungangriff. Und dann kann man direkt angreifen, sich selbst buffen, einen Hammer werfen. Und dann war's das. Dann kommen wir noch zur Ulti, die ist extrem nice. Man verwandelt sich nämlich in einen Drachen. Das machen wir jetzt mal. So, jetzt sind wir der Drache Fafnir. Und alles quasi, alle Angriffe hat man dann quasi auch noch erhalten. Verändern sich auch nicht direkt, sondern werden nur einfach stärker und kriegen noch einen Dot dazu. Das heißt Damage over Time. Das heißt, wenn ihr jetzt die 1 macht, stunt ihn das und zieht ihm auch noch Schaden ab. Die 2 stärkt einen noch mehr und auch in einem größeren Umkreis. Und die 3 lässt einen dann im Prinzip noch schneller, noch weiter springen. Wir testen jetzt mal, also wenn man nicht springt, sondern es so anlegt, gibt es einen Direktangriff. Und ihr seht schon, der Damage, was wir hier machen, ist richtig krass. Man kann sich dann jetzt, wie gesagt, noch buffen. Dann mit dem Buff selber kriegt man auch noch eine Heilung dazu. Angriffsgeschwindigkeit 5 Sekunden lang wird erhöht und heilt sich selbst. Das heißt, wenn wir uns das jetzt geben, sieht man unten direkt, man kriegt dann noch Leben dazu. Und ja, ich will jetzt auch gar nicht mehr allzu weit darauf eingehen. Ich denke, wird sich eh jeder selber nochmal genau angucken. Ist auf jeden Fall extrem geiler Gott, gefällt mir richtig gut. Ich werde ihn auch jetzt erstmal in der Runde Eroberung oder irgendwas spielen. Und mal gucken wir mal, vielleicht haben wir das auch noch auf YouTube. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr das Video feiert. Und schreibt doch auch bitte in die Kommentare, was ihr von dem Gott haltet. Oder jo. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.